Aber das hier, was ich jetzt zeigen werde, da wird dir umfallen. Das wird dir mir nicht glauben. Dieses Stück ist mitgekommen. Wow. Das ging aber schnell so. Bei den Kfz-Putz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es wieder um den Werkstattalltag. Natürlich versuche ich euch immer so interessante Sachen zu zeigen. Ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie jetzt Inspektion zeige. Apropos Inspektion, hier. Inspektion muss gemacht werden. Sowas will ich nicht zeigen. Wir wollen interessante Fälle zeigen. Und was ich heute gesehen habe, das glaubt ihr nicht. Aber erst kommen wir zu meiner alten Bahn hier, die Timo gekauft hat. Wir haben bemerkt, dass das Auto leicht Öl verliert. Auf einmal. Hier ist die Ölwanne. Getriebeseitig Öl verloren. Wollten wir die Ölwanne abbauen und haben dann gemerkt, dieses Stück ist mitgekommen. Und für die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, wissen dann halt, das ist... Ah, der passt, ne? Passt der? Boah, guck mal, der passt perfekt drauf. Genau, der Simmering, der war kaputt. Leute, der ist kaputt gegangen. Warum auch immer? Und dann hat er natürlich angefangen, Öl zu verlieren. Ja, ist natürlich ärgerlich, weil wenn das kaputt geht, hier, was müsste man machen? Das heißt, Getriebe muss runter, Kupplung und so weiter und so fort, Schwungscheibe und dann Simmering ausbauen. Hier haben wir aber einen schönen Simmering. Das ist der mit dem Positionsgeber, das heißt mit der Kurbelwellensensor. Das heißt, ihr müsst den Motor auf OT stellen. Ne, ihr stellt den auf OT ein, da sieht ihr ja. Und dann könnt ihr das neue einbauen. So sieht das neue aus, damit ihr das kontrollieren könnt. So, die müssen übereinstimmen. Und dann später, wenn ihr es eingebaut habt, könnt ihr das so einmal kontrollieren. Dafür gibt es auch ein Spezialwerkzeug, aber braucht ihr nicht. Dann haben wir die Kupplung ausgebaut, 180.000, hier bauen wir unseren TSI. Und ihr seht, das Ding war schon verschlissen. Also nicht ganz, aber ja, fast. So. Also kriegt ihr natürlich, wenn die Kupplung ab ist, natürlich neue Kupplung. Von Sachs haben wir die geholt jetzt. Die werden wir einbauen. Leute, das ist egal. Weil das Gute dran, Timo, du bist Azubi bei VW. Ja. Und jetzt hast du gelernt, wie man eine Kupplung ausbaut. Ja. Ist doch schön. Ja. Siehst du? Darum sage ich ja, eigenes Auto ist das Beste. Kaputt machen und dann lernen. Ich bin jetzt der letzte Mensch, der irgendwie Werkstätte oder irgendwas schlecht macht, weil einen schlecht machen, das kann man immer sehr schnell. Und das mag ich sowieso nicht. Hier haben wir aber einen super Beispiel, TÜV-Geschichte, ein E46. Und was wir da gesehen haben, das ist eine der schlimmsten Sachen, was ich jemals gesehen habe. Vom Push her. Das ist Wahnsinn. So, weil das kann man auch nicht mehr gut reden. Erstmal Handbremse. Hat nicht funktioniert. Bremsbacken hier, die werden mit diesem Spritzblech, Hitzeblech, werden die gehalten. Nur das Problem ist jetzt bei dem, der ist durchgerostet. Das heißt, das Ding hier, der die Backen hält, müsste eigentlich so rein und dann so, ja, muss das Ding fest sein. Aber geht nicht mehr. Komplett durch ist. Das passt einfach nicht mehr, das geht nicht mehr. Hier ist das Neue, da sind die Backen drauf und dann, ihr seht, das Ding hält perfekt. So muss das sein. Das müssen wir erneuern. Um das zu erneuern, muss Antriebswelle raus, Radlager raus und neues Radlager rein. Weil das Ding kriegt ihr nicht so ausgebaut. Das muss weg. Ne, der hat noch ein paar andere Sachen gehabt, ja, Federbruch, vorne Spurstangen, Ölverlust. Dann Airbag, Widerstand zu hoch, ist auch Pillepalle. Das ist auch kein Problem. Aber das hier, was ich jetzt zeigen werde, da wird dir umfallen. Das wird dir mir nicht glauben. Also achtet mal. Hinten Bremsleitung. Ne? Guck mal, wie das hier verlegt wurde. Seht ihr das hier? Guckt euch das an. Und das Geilste ist, seht ihr das unten, wo er draufhaut? Und der hat draufgehauen die ganze Zeit, ne? Der hat die ganze Zeit draufgehauen. Das ist Wahnsinn, Leute. Das ist Wahnsinn. Da haben die einfach mal eine lange Leitung genommen, die fertig ist und dann je nachdem hinbasteln. Haben die rausgeholt, wollten das genauso biegen, haben das irgendwann, war es dann zu lang, haben die gesagt, boah, dann machen wir mal einfach mal hier Spaghetti und dann klatschen wir das rein. Das ist Wahnsinn. Die müssen wir auf jeden Fall erneuern. Da hat er auch ganz halt gescheuert. Also irgendwo dran gekommen. Also hätte er
das einfach verkürzt und dann von hier rein, ey, wäre das perfekt. Aber das, wer macht sowas? Also es ist Wahnsinn. Das ist krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Bei dem Simmering haben wir das Ganze auf OT eingestellt. Der ist hier. Jetzt kannst du den einfach ausbauen, alle Schrauben. Und danach, siehst du hier drei Stück, ne? Ja. Da einfach diese Schrauben hier rein. Langsam, abwechselnd, so machen, dass das Ding rauskommt. Sensor müssen wir umbauen. Und dann müssen wir den so wieder einbauen. Aber was sehr, sehr wichtig ist, der muss auch wieder nach oben zeigen. Zeigt dir nicht nach oben. Weißt du, was passiert? Ich will meinen Motor nicht ein. Schräg dein Motor nicht ein. Weißt du, was dann passiert? Simmering erneuern. Weißt du, was so ein Simmering kostet? 100 Euro, habe ich dir gestern gesagt. Hättest du aufgepasst, Kollege. Ich glaube, die musst du mal selber zahlen, damit du dich mal an die Preise gewöhnst. So einfach. Inspektion und so. Da draußen haben wir noch ein ABS-Steuergerät, der kaputt ist. Aber sowas brauchen wir nicht zeigen. Sowas ist wichtig. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas gesehen habt. Weil das ist Fusch, sein Vater. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, da war auch keine Werkstatt, die das gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich hoffe es nicht. Da spielt man ja mit Menschenleben. Ne? Die Schrauben sind ab. Dann machst du hier eine. Das ist extra dafür da, damit ihr das rausbrechen könnt. Und hier eine. Und das macht ihr immer abwechselnd. So, dass der nicht verhakt hier. Ne? So, dann machen wir ein bisschen hier. Licht wäre cool. Dann machen wir nochmal hier. Und ihr seht, das Ding ist rausgeflogen. So muss das sein. Sehr schön. So, das Ding ist einfach kaputt gegangen. Ne? Hier macht ihr einmal sauber, so wie ihr die Ölwanne sauber gemacht habt. Und dann machen wir schon den neuen rein. Der neue ist drin, der Sensor ist drin und der ist auch wieder drauf und passt das Ganze. Und es passt. So, warte, 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 warte. Das untere muss richtig genau reinpassen. Jetzt wieder nicht. So, perfekt. Das sieht gut aus. Aber wie gesagt, wenn, also das Plastikteil machen wir wieder ab, ne? Leute, ja. Wisst Bescheid. Den Sensor auch wieder drauf, nicht, dass ihr den vergisst und dann springt er nicht an, sondern stehen wir da. Hast du den Drehmoment angehabt? Ja. Ja, dann macht ihr auch genau so. Ja. Du hast doch, du bist doch von VW. Ja. Das Geile ist, er kann sofort ins System rein, kann die Drehmomentangaben sehen. Drehmomentangaben richtig festmachen und danach machen wir die Ölwanne. Bei der Ölwanne muss ich euch was erklären oder kriegt ihr das hin? Weniger ist mehr, das weißt du ja, ne? Ja. So, jetzt holen wir die Radlager raus. Antriebswelle ist super rausgekommen. Das ist echt Hammer, ne? Antriebswelle von E46, die gehen so butterweich raus. Wie zum Beispiel E87, E91, die kriegst du gar nicht raus. Jetzt schlagen wir das Ganze raus. Narbe und danach können wir das Ding rausholen. Wow, das ging aber schnell, du. Jetzt können wir alles abschrauben. Das ist doch schön, ne? So, dass er nirgends wo drankommt. Der Kunde wird sich freuen, wir mussten die Leitung nicht komplett erneuern. Aber das war echt Hammer. Neues Spritzblech ist drauf, Backen sind drauf, die müssen noch geschliffen werden. Handbremse funktioniert auch soweit. Und jetzt machen wir natürlich neues Radlager rein. So. So ein Lego-Prinzip, das liebe ich. Ne, zack, zack, drauf, das da drauf, das kommt von hinten gleich und ihr seht gleich, wir haben null Spiel, so muss das sein. Und das gleiche Spiel auch hier vorne, so, guck mal, Lego-Prinzip, zack, 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 drauf und dann haben wir auch null Spiel. Und so kann dein Radlager perfekt rein- oder rausgepresst werden, das ist Hammer bei dir. Und geht leicht? Ja, nee, ein bisschen Druck. Ja, ein bisschen Druck muss er haben. So. Bei dem Radlager ist es egal, ob ihr vorne oder hinten macht. Bei manchen ist es natürlich wichtig. Ne? So, nur ein bisschen. Okay, das reicht. Jetzt kannst du den wieder entlasten. Wir haben natürlich noch das Rest, sag ich mal. Ne? Da könnt ihr kreativ sein. Ihr könnt natürlich jetzt
Hier, von diesem ganzen Adapter könnt ihr euch jetzt was aussuchen. Würde ich aber gar nicht machen. Leute, hier, einfach den alten Radlager nehmen. Vorne, hinten, ist egal. Guck mal, du siehst, der wackelt nicht. Ich stecke mal wieder rein. Kannst du mir das Hinterteil nochmal geben? Dann brauche ich nochmal Schnellverschluss. So, Schnellverschluss wieder drauf. Ein bisschen. Ist egal. Und dann seht ihr, dass er schön reingeht. Den kriegt ihr auch. Das ist kein Problem. So, das war's. Alles klar. Fertig. Jetzt eine Radnabe drauf reinpressen. Das war's. So einfach geht's. Jetzt geht's hoch. Mach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen bitte. Und ja, wir sehen uns bei dem nächsten Werkstattalltag, würde ich mal sagen. Oder bei den nächsten Videos. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft sind Sie. Bis dann. Tschüss.